Wilhelm Busch besuchte eine Dorfschule in Niedersachsen, wo er früh durch seine Schlagfertigkeit auffiel. Einmal fragte der Lehrer die Bauernjungen, warum wohl Brautkleider weiß seien. Als niemand eine Antwort wusste, verkündete er: Na, das ist doch klar, weil weiß die Farbe der Freude ist und die Hochzeit ist nun einmal der schönste Tag im Leben der Frau. Da meldete sich Busch und fragte: Warum tragen die Männer zur Hochzeit schwarz?